weil ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich werde 25. Wow. Ja, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Älterwerden, ne? Aber jetzt hat mir letztens jemand gesagt, je älter man wird, desto schneller vergehen die Jahre. Stimmt das? Ja, haben wir über 40-Jährige hier heute Abend, die das bestätigen können? Nein, nein, für heute Abend sind wir alle 25, oder? Können wir uns darauf einigen? Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es macht ja Sinn, weil wir können es alle noch erinnern. Wie 16, da dachte man, hey, noch 2 Jahre, da bin ich endlich 18, da kann ich endlich ausziehen, Auto fahren, saufen, was man halt so macht. Warum dauert das denn noch so lange? Ich habe aber noch nie einen über 70-Jährigen gehört, der gesagt hat, du Mann, jetzt zieht sich das aber hier. Ja, man muss doch mal Schluss sein. Also wenn dem wirklich so ist, wenn dem wirklich so ist, dass im Alter die Jahre schneller vergehen, habe ich für heute einen kleinen Tipp für Sie. Einfach so am Scheitelpunkt, wenn Sie so mit Mitte 40 merken, die Jahre beginnen zu rennen, dann einfach bewusst den falschen Partner heiraten. Und am besten nicht knapp daneben, am besten ganz vorbei. Weil dann werden Sie feststellen, auf einmal, da zieht sich das wieder.